Das Motto der Ministrantenwallfahrt heißt wie im Himmel, Punkt, Punkt, Punkt. Die Wallfahrt geht nach Rom. Rom ist die ewige Stadt. Wenn Sie an Rom denken und Ihre Erfahrung mit Rom, gibt es für Sie in Rom einen Ort, den Sie mit dem Himmel, mit der Ewigkeit verbinden? Das ist für mich der Petersplatz. Als ich das erste Mal als Jugendlicher in Rom gewesen bin, habe ich mich auf diesem Platz einfach geborgen gefühlt. Die Kolonnaden, diese großen Säulenreihen, die den Platz umrahmen, haben mich gewissermaßen umfangen, umarmt und ich habe irgendwie intuitiv gespürt, dass ich Teil einer großen Gemeinschaft bin. Heute würde ich sagen, dass ich irgendwie Glied am Leibe Christi bin, dass ich zur Kirche gehöre und dass ich in der Kirche eine Heimat habe. Für mich ist St. Peter das Zentrum unserer Kirche mit dem Papst, der Garant der Einheit unserer Kirche ist. Da ist eigentlich jeder katholische Christ in einer besonderen Weise zu Hause. Ich habe mich auf diesem Platz immer geborgen, umfangen und zu Hause gefühlt, und nichts anderes will ja der Himmel sein.